Walter von Suttner das erste ernsthaft angeregt, Konfliktregelungsmechanismen zwischen Staaten einzuführen, die nicht durch Kriegshandlungen primär gelöst werden. Das, was mir aufgefallen ist, dass es sichtlich jemand ist, der es durchzogen hat, der eine Meinung gehabt hat und der hat dafür relativ viel gemacht. Was in der Erinnerung meist bleibt, ist der Mythos. Aber ich würde sagen, wenn der Mythos bleibt, es hat sich um die erste Friedenskämpferin gehandelt, dann ist das ein Mythos, mit dem man, glaube ich, leben kann. Sie hat ja das irgendwie sehr schön auch gezeigt, dass sie gesagt hat, ja gut, die tapfersten, gesündesten, besten sollen da sozusagen ausselektiert werden, umgebracht, getötet werden. Das muss ja doch irgendwie absurd sein. Und in der Zeit war das eine starke Stimme, die gemeint hat, es gibt keinen Ersatz für einen Frieden und Krieg wäre zu vermeiden. Und diese Stimme wurde gehört. Es ist dann sozusagen aber nicht gleich besser geworden, wie wir wissen. Also erstens einmal geht mir die Bertha von Suttner persönlich sehr ab, aber auch deswegen, weil es in der heutigen Zeit solche Persönlichkeiten nicht mehr sehr viel gibt. I could see her as being one of the promoters of an organization such as the UN. Bertha von Suttner war eine höchst eindrucksvolle Frau. Sie war für ihre Zeit brandneu, unerhört mutig, hat viel geleistet, was niemand vorher wagte, vor allem von Seiten der Frauen, aber sie ist gescheitert. Die vielen Millionen Toten des Krieges haben mir letztlich recht gegeben. Und die Stiftung des Friedensnobelpreises, das ja durch sie inspiriert entstanden ist, macht sie neben ihren Romanen und neben ihrem Engagement zeitlos. Sieht wirklich so oft leider so gemacht, dass das Völkerhass wird verwendet, um bestimmte politische oder wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Die Völker werden aufeinander gehetzt und unter irgendwelchen Vorwand wird Hass inszeniert. Die Menschen von Natur sind eigentlich friedlich. Die Leute wollen Friede haben, die wollen Freiheit haben, die wollen gut leben und die sind nicht von Natur zueinander feindlich. Aber sehr oft wird das inszeniert. Viele Dinge sind eigentlich inszenierte Angelegenheiten, das sind nicht die Wünsche der Menschen. Rassismus auch heute oder allgemein gesprochen dient dazu, ein Oben und ein Unten in einer Gesellschaft festzulegen, eine Kasten zu denken, dass man weiß, wer sind die Guten, wer sind die Schlechten. Natürlich gehört man selbst immer zu den Guten und man sucht irgendwelche Gründe, ob es sie jetzt gibt oder nicht, um sie in diesem Sinne auszuwerten. Und wenn es die Gründe nicht gibt, erfindet man sie. Auf dem Boden der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit fordern wir, Menschenrechte haben überall zu gelten und dürfen nicht nur in ausgewählten Ländern und für ausgewählte Völker zur Anwendung kommen. Solidarität darf kein leeres Schlagwort sein. Sie muss gelebt werden. Wie es der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, formulierte: Die Gläubigen gleichen in ihrer gegenseitigen Freundschaft, Barmherzigkeit und Güte dem Körper. Wenn ein Glied leidet, so kümmern sich alle anderen Glieder des Körpers um dieses Glied mit Wachen und Fieber. Regierungen zielen auf ein gewisses Wählersegment ab. Das mögen vielleicht 15-20% sein, die Ressentiments haben. Die wollen alle haben. Und da wedelt dann der Schweif mit dem Hund. Dann wird die ganze Ausländerpolitik, insbesondere die Politik für Flüchtlinge, auf die Menschen mit Ressentiments, auf die Wählerinnen und Wähler mit Ressentiments abgestellt, wenn man sagt, das sind das Zünglein an der Waage. Eine Katastrophe eigentlich. Was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben,
weltweit ist der Versuch einer gewissen Relegitimierung militärischer Gewalt zur Lösung von Konflikten. Ich nenne die Punkte Kosovo. Das war ein von der UNO nicht sanktionierter Krieg, Angriffe der NATO, die gerechtfertigt waren in gewisser Hinsicht, weil es um Ansätze zum Völkermord ging, gegen die Albaner damals. Aber dennoch kann man Krieg ohne weiteres als Mittel der Politik einsetzen? Ich denke, nein. Die Gründung der UNO sollte ja das verhindern. Dann hatten wir Krieg in Afghanistan, im Irak und in, möglicherweise auch im Sudan und in anderen Orten. Das heißt, diese Tendenz einer gewissen Relegitimierung von Krieg erleben wir heute. Dagegen müssen wir uns stellen. Wenigstens seitdem wir Arbeitskräfte angeworben haben in den 60 Jahren, sind wir zu Einwanderungsländern geworden und wir müssen politisch darauf reagieren und sinnvoll darauf reagieren und positiv und konstruktiv und nicht versuchen, die Leute auszugrenzen, was früher oder später zu einem sozialen Sprengstoff wird. Grenzen sind grundsätzlich notwendig, also zur Entwicklung, und man muss sehr darauf achten, ob man aus Angst handelt oder nicht. Wenn ich aus Angst reagiere, das macht ja Sinn. Also ich muss einmal drauf kommen oder ich muss irgendwie auf die Idee kommen, irgendwie mit dem Gedanken in Berührung kommen, naja, vielleicht warte ich ein bisschen, bis ich hinhaue und schau mal, ob ich wirklich in Gefahr bin. Wenn es das hast, dann hast du eh schon viel. Ne? Weil er kann genauso gut schauen, okay, was macht mir Angst, was sagt mir die Angst? Und dann kann ich schauen, okay, ist es eine reale Angst oder ist es... Also macht die Angst Sinn oder ist es einfach eine neurotische Angst? Die Unterscheidung ist sehr wichtig. Die Menschheit ist genau da, oder ich persönlich bin in meinem Leben da, was ich mache. Naja, man muss davon ausgehen, dass so wie es ihm geht, dass das tatsächlich die eigene Schöpfung ist. Und wenn man da mal sagt, okay, gut, also Moment einmal, das sind gar nicht die anderen, Eigenverantwortung wäre es. Es sind gar nicht die anderen, die böse sind, sondern irgendwie, und die mir mein Leben schwer machen, sondern das ist das Ergebnis meines Seins. Na, was sagt denn das über mich? Was würde ich denn da erkennen? Ne? Das, was sich verändert hat in den Projekten, die jetzt am Laufen sind, oder in vielen, wo ich sage, so, ja, da gibt es eine Chance auf Erfolg, ist, dass sie nicht mehr gegen den Krieg sind, sondern für etwas, was einen Krieg verunmöglicht. Weil wenn alle zu essen, wenn es allen gut geht, geht keiner Krieg machen. Das ist sinnlos. Ne? Dann sagt sie, okay, Streit, aber lasst uns auch klären. Whatever you say, whatever you do, well, I'm ready now to break through, to get what I can take, it's now overdue, and I'm ready.